Einen wunderschönen guten Morgen, wobei es ist schon fast Mittag, ich glaube es ist so 11 rum. Wir haben lange geschlafen und werden uns jetzt was zu frühstücken besorgen, aber wir wissen noch nicht wo, denn es ist unser erster Tag in Singapur. Und wir sind übrigens in so einem Puffviertel, weil das hier und das da alles, das sind alles Bordelle, glauben wir zumindest, weil da sich gestern die Damen des Gewerbes getummelt haben und die interessierten Männer. Und ein paar hatten auch Schilder draußen stehen, wo dann die Preise drauf standen. Und es ist alles sehr bunt. Ich zeige euch das nachher nochmal, wenn es dunkel wird. Hier ist es so düsig, erkennt man das überhaupt, dass da hinten Häuser sind, Hochhäuser. In Singapur gibt es übrigens nur zwei Klimas. Das eine ist warm und feucht und das andere ist warm und trocken. So, nach einer kleinen Stärkung beim McDonald's, die übertrieben teuer war. Wir haben 7,40 Dollar, also rund 5 Euro bezahlt für diese zwei Egg McMuffins, die bei uns irgendwie 1,50 Euro oder so kosten. Ist halt eine der Städte mit den höchsten Lebenshaltungskosten der Welt. Und jetzt werden wir uns mal auf die Suche begeben nach einem Einkaufsladen, um uns mal etwas zu trinken, zu besorgen und Nudelsuppen und sowas, damit wir zukünftig nicht mehr zu McDonald's gehen müssen. Und es ist einfach so unerträglich warm hier. Unglaublich. Warm und feucht. Da ist ein Raumschiff auf dem Dach. Ja, aber gerade bei so einem Einkaufszentrum hier am Stadion, das ist das berühmte Stadion von Singapur. Mal ein bisschen Nudelsuppen einkaufen. Jetzt versuchen wir mal den Weg zurück ins Hotel zu finden. Design, User Experience. Schon wieder Treppen steigen. Und das bei 45 Grad. Von 120% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis von einmal durch die Stadt laufen ein bisschen. Sowohl vorne als hinten einfach komplett nass. So viele T-Shirts habe ich gar nicht, wie ich an einem Tag hier durchschwitzen könnte. So, zweite Runde. Wir wollen uns mal ein bisschen den Hafen bei Dunkelheit angucken und bis dahin ist ein weiter Weg. Deswegen ist es jetzt noch hell, aber wenn wir gleich da sind, ist es dunkel. Und hier sieht man schon wieder überall, die Puffs haben seit heute Mittag schon offen. Die Damen sitzen bereit und warten so seit 2 Uhr, glaube ich, ungefähr, fangen die an. Und die sind auch nicht zu knapp besucht, haben wir das Gefühl, weil wir sehen immer Leute da rein und raus. Wir können das ja auch oben vom Hotelfenster aus beobachten. Da ist schon guter Betrieb. Willkommen in Singapur! Guck mal, da ist das UFO, was wir vorhin gesehen haben. Mitten in Singapur. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer denken, dass Einhörner so aussehen wie Pferde. Das hier, das sind die wahren Einhörner, meine Freunde. So sehen die in Wirklichkeit aus. Puh,
geschafft für heute. Das Video ist vorbei. Also Leute, lasst eine Bewertung da und schaltet morgen wieder ein.